Wir schreiben das Jahr 1904. Ein schwieriger Einsatz liegt vor den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Fino. Eine Scheune ist in Brand geraten, während eines schweren Unwetters mit donnerndem Gewitter. Blitze zucken am nachtschwarzen Himmel, der Qualm brennt den Feuerwehrmännern und den herbeieilenden Bewohnern in den Augen. Im Windeseile frisst sich der rote Hahn durch Stroh und Gebell, bis er schließlich einer Furie gleich über den Fürst trug. So und nicht anders hat es wohl damals ausgesehen, der Einsatz der Feuerwehr vor ca. 100 Jahren. Und so präsentierten es die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Fino am vergangenen Wochenende ihren Gästen anlässlich der Übergabe des historischen Fuhrwerks. Geschichte mal nicht von Historikern, sondern von Leuten des Fachs. In 1000 Arbeitsstunden setzten die 22 Kameraden in mühseliger Feinarbeit ihr Vorhaben um. Doch wie kommt man auf so eine Idee? Die Idee war, weil die Kutsche zum Teil sehr verfallen war schon, obwohl sie in den letzten Jahren hier im Rathaus stand, aber der Zahn der Zeit trotzdem dran genagt hat. Der Holzwurm war auch schon langsam vorangeschritten und aufgrund der Sache haben wir beschlossen, die Kutsche zu zerlegen. Das Problem war dabei eine finanzielle Sache und auch, naja, eine Rekonstruktion ist nicht einfach nur, ist ein bisschen komplizierter. Man muss dort eben, wie gesagt, nicht nur 100%, sondern wir wollten sie eben so original wie möglich wiederherzustellen. Und da ist doch ein bisschen mehr Gewissenhaftigkeit erforderlich. Mit tatkräftiger Unterstützung vieler Helfer und Sponsoren wurde das Oldtimer-Einzelstück von der Firma Gustav Ewald aus Küstrin II in seinen Originalzustand rekonstruiert. Ganze 1650 Reichsmark kostete das Schmuckstück und wurde seinerzeit von 8 bis 12 Mann bedient. Keine leichte Arbeit, aber schon eine Entwicklung, da das Wasserholen entfiel. Die Kutsche hatte keinen Wassertank mehr, sondern war mit einer verstärkten Pumpe ausgestattet. Ein Fortschritt, der seinerzeit Leben retten konnte. Ein Meisterstück, auf das die Mitglieder sichtlich stolz waren und dies auch in der Übergabe ihren Gästen präsentierten. Eine große Feier als Dank für die Hilfe und den Einsatz aller Beteiligten und zur krönenden Übergabe. Für alle anderen Interessierten bleibt dieses Schmuckstück allerdings nicht versteckt. Ja, dieser Wasserzubringer ist jetzt wieder an seinem alten Standort und er wird hier für die Öffentlichkeit, für die Bürger der Stadt und Gäste aufbewahrt und wie gesagt weiter zur Verfügung gestellt. Leider ist es uns nicht möglich, dass er fahrbereit ist, weil die Räder zu alt sind. Zur 750-Jahr-Feier können die Bürger den Löschzug begutachten und zwar werden wir den auf dem Tieflader stellen und werden dort, wie gesagt, einige Überraschungen. Aber wie gesagt, da sprechen wir noch nicht drüber. Die sollen sich überraschen lassen und sollen ganz einfach an der Straße stehen und uns bejubeln. Ein Mann, ein Wort. Bei so viel Ideenreichtum und Einsatz. Wir dürfen also gespannt sein und lassen uns überraschen.